einen wunderschönen guten Abend, zumindest bei uns, meine hässlichsten Säuerspritzchen. Na, ihr seht da schon den Paulus rumhüpfen. Ja? So. Was machen wir denn jetzt Schönes? Weiß ich nicht, irgendwas Schönes, oder? Was Schönes, ja, das werde ich schon mal anfangen. Ich muss mal gerade das Mikrostativ ein bisschen anders hinstellen. Wir haben ja jetzt bestimmt eine Woche lang nicht mehr aufgenommen. Wir müssen also erstmal wieder reinkommen. Richtig. So. Die letzten drei Folgen muss ich auch nochmal hochladen, da hat was nicht gepasst. Weil ich hatte kein Internet. Das lag daran, dass ich kein Internet hatte. So. Pass mal auf, demnächst taucht ein Video auf, wo das so zusammengeschnitten wurde, dass du die gerade anrufst und da übelst abrage'st, so. Dass ich wo anrufe bei Nitrado, oder was? Bei deinem Internetbetreiber. Ach so. Nee, ich glaube, so weit kommt's dann doch nicht. Ja. So, also wir haben beim letzten Mal, haben wir hier die Kobolde, wo du gerade hinhüpfst, ein bisschen penetriert, ne? Ja, oder die uns, weiß ich nicht. Ein bisschen Prostata-Massage gegeben. Prostata-Massage? Prostata-Massage. Ey, verpiss dich doch hier. Krass. Schwarmspinne da. Ach, hier, ey, Achtung, hier ist so ein mega Oberbabo. Ach du Scheiße, ich bin tot, oder? Nee, doch nicht. Ah, geil. Cool. Ah. Boah, zum Glück kann ich schneller hüpfen, als sie laufen können. Ne? Ja, zum Glück können wir schneller hüpfen, als sie überhaupt irgendwas tun können. Also die können ja nicht mal in der Zeit irgendwas machen. Schlucken oder so. Nee, können die nicht. Ey, hier. Ja, deine Freundin, die kann blasen, ne? Warum habe ich eigentlich nur ein Schwert und sonst gar nichts? Weil meine Rüstung auch relativ kaputt ist, deswegen denke ich mal, dass wir letztes Mal einfach so auf die Fresse gekriegt haben. Ach so. Ja, so war das, ich erinnere mich. Letzte Woche. Ja, ich erinnere mich dran, als wäre es gestern gewesen. War doch eigentlich im Dezember oder so. Ich weiß nicht, wann das war. Also wir haben jetzt grob Februar. Nee, im Januar haben wir aufgenommen, weil ich habe ja letztens das nochmal durchgegangen. Mhm. So wegen der Betitelung, weil ich ja letztens auf einen Schlag alles hochgeladen habe. Ach so. Und da habe ich noch so gesagt, ja, frohes Neues und so, was aber nicht viel bringt, weil die Folge, wo wir frohes Neues gewünscht haben, oder ich, Mitte Februar ungefähr hochgeladen worden wäre. Und ja, dem war ja dann auch so. Ja, besser als nie. Ja, ne? Boah, verbiss dich doch mal, komisches Insekt, Spinnen. Ja, hier ist voll viel Eisen und so. Voll krass. Kann ich doch auch nichts für. Und Glowstone, das ist auch... Echt krass, den gibt's hier. Was ist das hier eigentlich? Dieses komische braune Zeug mit den Lianen dran. Oh, ne, ich meinte eigentlich Eiszapfen, aber dann ist mir auch gefallen, dass es Eiszapfen sind. Achso, ja. Ey, krass, wie viel Eisen hier ist. Das ist ja, ein Träumchen, genau. Zauberhaft, das ist ganz zauberhaft. Ja, wie der Peter Maffay jetzt sagen würde, ich freue mich. Das ist mit dem auf einmal. Ja, ich habe letztens mir ganz beim Diablo-Spielen ganz viele Aufnahmen vom Otto angeguckt. Ach so. Nebenbei, und da hat er halt auch den bisschen imitiert. Aber es ist krass, wie viel Eisen hier ist, ne? Ja, ist echt nicht schlecht. Das heißt, man könnte dir auch gleich mal wieder eine neue Rüstung machen. Die wäre zwar dann nur aus Eisen, aber das wäre ja immerhin etwas. Eine Rüstung, ja. Oder wir gehen halt nochmal zurück und wir haben bestimmt da noch ganz viel Zeug rumfliegen. Weil das wäre eigentlich nur mal so ein, ne, so durchs Portal gehopst. Echt? Ja, eigentlich. Ah ja, stimmt, das war ja was anderes, wo ich nicht mehr rauskam. Ach, guck mal hier, ich habe einen Spawner gefunden, den machen wir mal. Ey! Du bekackte Spinne! Riecht schon nicht immer rauf, ey. Ich kann auch nichts dafür, dass ich so. Ja, doch, der hat mich fast in die Lava geschupft. Okay. Geschupft. Ich glaube, du bist eher in die Lava gerückt. Meinst du? Hm. Ich habe mich konstant darauf zubewegt. Ja, und wir haben jetzt auch mittlerweile die Zusage, dass der Rainer mit uns mitspielt. Haben wir ja. Ja, weißt du noch nichts davon? Achso, ja gut. Das erübrigt meine Frage dann. Also der Rainer mit AI. Ja, welcher sonst? Richtig. Aber ich finde, er sollte seinen Nachnamen ändern. Wen was denn? Ich fände es viel schöner, wenn er Rainer Christ heißen würde. Oder reiner Zufall. Ja, das auch. Blauer Schleim. Ja, das ist doch wieder was für dich, ne? Ja.
Hätte ich das mit Lars nicht schon gemacht, hätte ich gesagt, wir können Fiesta spielen, weil da gibt's den königlichen Schleim und so. So, ist das auch Minecraft? Nee, das ist so. So ein MMO. Ach so, und das ist schön. Ja, es geht. Aber wir haben es halt trotzdem mal gespielt und aufgenommen und so, ne? Ach so. So, und jetzt ist auch schon fast alles kaputt hier an Equipment. Und hier sind Diamanten, die sind nicht mitgenommen worden. Hilfe. Na sowas, das geht ja echt nicht. Aber ich habe sogar noch heile Springstiefel. Also Springerstiefel quasi. Ja, ich habe meine sind auch noch fast heile. Ja, meine, die ich anhab, die sind schon ziemlich kaputt, aber... Du hast noch welche? Ich habe noch welche im Inventar. Ich habe essbaren Schleim. Ja, von den blauen Schleims ist der. Ja, schätze ich mal. Andere habe ich bis jetzt hier nicht gesehen. Ja, ja, das weiß ich ja. Ich habe das Modpack habe ich ja schon gespielt gehabt. Damit habe ich ja auch hier die weil ich mit Christoph zusammen gemacht habe, hier die Hexquest-Reihe. Ah ja. Was ja auch nur mäßig gut geklappt hat. Ja, ich meine, irgendwas muss ja immer nicht gut klappen, sonst ja, eben. Hast ja gar keinen Maßstab. Nett. Wie? Ja. Nee, hallo. Ist richtig. Ja, da ist gerade wer reingekommen. Hallo. Ja, hörte ich nicht. Das ist ja nicht so gut. Ja, ne? Da sollst du auch was unternehmen. Ja, ist auch ganz gut, dass jetzt die. Ist auch ganz gut, dass ich jetzt die Facecam nicht anhabe. Vielleicht liegt das an einem Ohrenschmalzfropf oder sowas. Ein Ohrenschmalzfropf, alles klar. So, wollen wir mal eben zurück und gucken, ob wir in unseren. Nee, ich will erst das Schwein da töten, oder was das ist. Du willst erst das Wildschwein töten. Lass uns Wildschweine jagen. Lass uns Keiler jagen gehen. Also alle, so, die jetzt... Müssen wir in das Wasser hüpfen? In das... Ja, in das Netherportal auf dem Boden quasi. Dann mach ich das mal. Kommen wir neben unserem Turm raus. Unserem Türmsche, ohne Würmsche. Und hier, ey, krass, unser Essen ist voll gut gewachsen. Wo? Krass. Ist es endlich mal gewachsen? Ja, voll krass. Zieh es mal rein hier. Guck mal. Ja, heftig. Ist ja ein Trollfleisch. Dann können wir ein bisschen... dann können wir wieder den Haaren auf die Hühner. Was können wir? Dann können wir mir dafür sorgen, dass der Harren mal auf die Hühner. Der Harren auf die Hühner? Der Harren. Ja, ich verstehe den Witz, aber warum ist das witzig? Hä, warum das witzig ist? Weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass der Hahn mal auf die Hühner sollte. Und meinst du, dass der Harren mal auf die Hühner kommt? Ach, der Hahn. Ah, okay. Ja, ja boah, ich höre mich irgendwie richtig kratzig an. Hey, hörst du dich selber? Nee, aber ich merke das gerade, ich spüre das, ja. Du spürst das. Okay. Ich spüre das einfach. Okay, voll krass, ey, ich habe voll viel Zeug. Der Harren auf die Hühner, ich bin echt witzig. Ja, du bist richtig witzig. Hast du irgendwie was Eisiges? Was Eisiges? Eisen? Guck mal hier in die Truhe, da habe ich ordentlich was reingepackt gerade. Ja. Ja. Boah, hier ist voll Remi Demi im Hintergrund gerade. Hörst du das? Ja, ich höre das. Ja. Das wird doch schon auf der Aufnahme drauf sein. Ja, das wird richtig schön auf der Aufnahme drauf sein. Vielleicht kannst du das so abmischen, dass du die Frequenzen extra hervorhebst, damit es wirklich nachher richtig ekelhaft sich anhört. Meinst du, so ein bisschen Noise-mäßig? Ja. Ich habe ja gestern Abend wieder, oder heute Nacht wieder einen Noise-Track gemacht, ne? Ja, ist das schön, oder ehrlich so? Ja, es ist ziemlich eklig, finde ich. Ja, dann ist gut. Aber der ist auch noch nicht ganz, also der ist auch nicht fertig, da möchte ich auch fast dann machen, aber... Ich schick dir nachher mal den 6, wie der so jetzt ist, okay. Also ich habe jetzt halt viel Schlagzeug gemacht und so. Ja, cool. Und ich habe mal, sagen wir mal, teilweise um die Hälfte der Dissonanzen entfernt. Oh, Dissonanzen, sowas haben wir. Grundsätzlich immer, wenn ich was aufnehme, ist es dissonant. Sonst müsste ich ja die Gitarre stimmen. So weit kommt es noch, dass irgendwie Gitarre. Ja, einmal habe ich den Marduk gecovert und dafür extra die Gitarre verstimmt, damit es wirklich true ist. Ja, gut. So. Ja. Ich weiß aber nicht, wie true das ist, wenn du die Gitarre extra verstimmst. Ich meine, das ist jetzt 2 Jahre her, vielleicht würde ich jetzt anders drüber denken. Ja, gut, aber. Machen kann man es ja trotzdem mal. Ja, sollte man auch. Also, man sollte es zumindest mal probiert haben, würde ich sagen. Und wir haben so viele Eisen. Hier sind auch noch 61 Erze drin, ne? Und der Stab... Ja, ich habe auch gerade in den Ofen ordentlich was reingetan. Ja, und da ist auch immer noch der Stab drin, ne? Was für ein Stab? Ja, genau der. Genau der. Ja, keine Ahnung. Dieser Blitzstab oder so. Nee, einfach nur ein Stab.
Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Danach ist ja auch die eine Folge betitelt. Hier, guck mal hier, in der unteren Erzekiste. Da ist so ein Stab. Aber das hatten wir auch schon mal. Ach, der Stab. Ja, das hatten wir auch schon mal. Cannibal Corpse benutzt das Wort gern für Penis, habe ich das schon mal gesagt. Nein, hast du nicht, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, dann gehen wir mal draußen ein bisschen was ernten eben. Man könnte auch wieder Beeren pflücken, aber habe ich gerade nicht so Lust zu. Ich guck mal, was der Unterdruck macht. Ja, da wollte ich die Unterdruckhühner, deswegen wollte ich gerade hier Weizen abbauen, weil ich die Unterdruckhühner eigentlich... Ja, die könnten eigentlich, irgendwie funktioniert das nicht. Die Eier kommen dadurch nicht besser raus. Nicht? Meinst du, ich habe mich da ein bisschen verzettelt? Scheiße, naja, das ist ja auch per Definition, kann das ja schon gar nicht richtig sein. Eigentlich ja schon. Na, sowas. So. Ja, aber jetzt haben wir wieder hier ein bisschen Körners. Das sieht ja voll gut aus. Ja, ne? Ganze sechs Stück, kommen aber noch mehr. Boah, ey, du legst ja richtig los, ey. Ja, ne? Ja. Weiß doch, ne? So, so, so und so. Wann ist das so? Ja, nicht, dass wir hier Copyright kriegen. Also wir kriegen das dann. Ja, ja, die haben das gesungen, die gehört das. Ja, läuft das nicht so? Ja, müsste eigentlich. Wir sollten aber vielleicht mal den Alfred fragen. Der ist ja Anwalt. Den Alfred? Was für ein Alfred? Den Onkel vom Rainer. Ach so. Ach, der. Ja, erstmal müssen wir mit dem Rainer korrespondieren und dann können wir drüber reden. Ja, der auf jeden Fall nächste Folge kommt, ja. Wir wollen noch ein neues Format mit dem machen. Genau, soll das heißt... zweimal die Woche erscheinen. Hashtag Ankündigungslord. Ja, das sagen jetzt wieder alle Ankündigungslorden so, aber nee, das... Das kommt wirklich, genau. Das wird auch ein bisschen umfangreicher, deswegen dauert das auch ein bisschen länger, ja, das zu schneiden. Auch noch jemand, der mit Intro dafür macht? Ja. Generell brauchen wir noch mal ein Intro. So, der kriegt ja nichts dafür, aber ich meine, da hat er immer ein Intro für uns. Ne? Ja, eben, das ist ja auch schon mal eine Ehre. Ja, ist halt auch echt. Ne? Das ist schön. Und dir ist klar, dass wir gerade erst 12 Minuten aufnehmen, ne? Und jetzt schon wieder so viel Scheiße gelabert haben. Ja, ich finde, ja, das ist immer so. Wir sollten generell nicht immer so viel am Stück aufnehmen, weil die ersten 10 Minuten sind immer die gehaltvollsten und danach wird es immer so. Also meinst du, wir sollten das so machen wie der Rainer, ja? Ja, aber du musst auch denken, ne, also, was der von Arbeitsaufwand da reinpackt, hast du doch hier gesehen, Dragon Monday. Hier, 24 Stunden lang, also, ein, also sagen wir nicht 24 Stunden, aber ein wacher Tag für ein Video. Naja. Ganzer Tag hat er an dem Video. Das Beste war ja, wo er kein Internet, wo das Internet irgendwie rumgespackt hat. Weil und er hatte kein Internet? Das war irgendwie nur langsam. Und dann hat das nicht geklappt mit dem Hochladen des Videos. Hat ein zweiminütiges Entschuldigungsvideo gemacht. Ein paar Stunden später kam dann das eigentliche Video. Und das ging dann so 4-5 Minuten. Ja, das ist natürlich krass. Ja. Das ist auch... auf jeden Fall, eigentlich sollten wir uns das mal angewöhnen, dann auch Entschuldigungsvideos zu machen. Für jeden Tag, wo mal nichts kommt. Ja, aber wir haben irgendwie zu viel im Voraus aufgenommen. Vielleicht sollten wir jetzt einfach aufhören. Damit wir auch mal was entschuldigen können, weil wir machen eigentlich immer einen Job gut. Das kann man schon sagen. Ja, eigentlich schon. Außer, dass vielleicht solltet ihr euch mal entschuldigen, dass ihr so wenig Klicks generiert. Dass wir keine Juno-Partner sind. Wir sind keine Juno-Partner, weil wir so viel auf Juno machen gerade. Ja, egal. Das kommt ja von alleine dann. Ach, das kommt von alleine, ja. Ich weiß das nicht, das kommt von alleine. Kann der auch Internet? Also, ihr Arschlöcher, ne? Hä? Hey. Guck mal hier ein bisschen mehr. Ne? Verkackten Hater. Oh krass, ich habe einen Kobaltblock. Ja, gut. Ja, das ist mein Block. Okay. Mein Block. So, dann lass mal wieder in den... Nee, jetzt kommen wir nicht so. Doch, ich möchte gerne wieder zum Edward in den Twilight Forest. Für Holz? Was, Holz? Als ob wir Holz haben. Ja, das ist ja nicht so gut. Ich würde mir gerne Werkzeug bauen. Werkzeug? Oder nee, warte, ich nehme mir einfach Eisen mit und dann baue ich das. Warum, hast du nicht so eine... Ich habe dir doch Spitzhacke und so hier gebastelt, so. So mit Reparieren und so. What? Ja, hier so in gut. Du hast doch auch eine Kobalthacke, oder nicht? Nee, ich war doch tot. Ich habe doch gar nichts mehr eigentlich. Ach so. Ich hatte echt nur Kacke dabei. Ach so, ja. Ja, nee, ich habe jetzt einfach Eisen eingepackt. Ich mache mir das dann vor Ort. Ja, okay. Dann lass uns mal zum Edward in den Twilight Forest.
Oh, ich bräuchte irgendwas zu essen. Oh, ist aber dunkel draußen. Ja, ich war zu essen. Komm her, wo bist du? Nee, ich meine hier, so in Real Life und so. Ach, in Real Life. So weit gibbet? Bist du gerade bei den Hühnern? Nee, ich war... Hä? Boah, krass, irgendwie... Die haben hier voll Eierparty gemacht. Kannst du fünf, Jutta sechs... Ruf, ne? Ja, die haben sechs Eier gelegt gerade. Richtig. Ja, ne? Die werfe ich jetzt alle gegen die Wand. Oh, ein Mufflon. Ich spiele ein bisschen How to Basic und werfen die gegen die Wand. Ich haben sogar einen Küken daraus generiert. Ja, in jedem siebten Ei, ne? Ja. Es waren auch nur sechs Eier.